werden eigentlich gleich mal die Planeten hier angreifen, denn es macht ja keinen Sinn, unsere Krieger da einfach so, unsere Flotten da einfach so rumstehen zu lassen, inaktiv. Wenn wir schon agieren können, dann werden wir das auch mal tun. Und zwar schon recht gezielt. Wir werden hier diesen Planeten angreifen. Und wir werden diesen Planeten angreifen. Die sind beide schon voll ausgebaut. Diese auch. Hoffen wir mal, dass das klappt. Meine Economic World raus. So viele Advanced Parts brauchen wir gar nicht. Da können ruhig noch ein paar Electronics und Metal Mining Mines drauf. Der Planet ist ja groß genug. Wie sieht es denn im Research aus? Die Economics kommen. Ja, die Computers, die soll er mal auch forschen. Soziologie wäre nicht schlecht für die Städte. Ich hoffe, dass wir uns einigermaßen halten können. Nicht, dass uns der Kollege hier nochmal so einen heftigen Hieb verpasst. Das wäre nämlich gar nicht so gut. Es wird natürlich auch Zeit, dass wir so langsam mal wieder auf Ship Construction und so weiter gehen. Wir dürfen uns hier eigentlich keine großen Nachteile in der Technologie erlauben. Solange er in diesem großen System hier nicht wieder aufkreuzt mit einer Armada von... oder mit einer ähnlichen Armada wie vorhin. Sind natürlich vermutlich auch nicht die bestgeeignetsten Schiffe, um Planeten zu bombardieren, aber naja. Aber der, obwohl der erste ist schon. Hier auf jeden Fall wieder expandieren. Niemals vergessen zu expandieren. Es war jetzt eigentlich schon wieder so eine lange Pause. Wir sehen ja, wohin das führt. Wir sind ja so ein bisschen hinten dran. Aha. Das finde ich jetzt nicht so toll. Dass er da jetzt da kommt, so einfach.
Es ist schon wieder so eine Art Überraschungsangriff, die ich jetzt nicht gutheißen kann. Wir haben schon wieder so wenig Electronics. Ich verstehe es nicht. Oh je, oh je. Das kann hier natürlich auch kein gesundes Gleichgewicht sein. Unsere Flotten sind auf jeden Fall auf dem Weg, dieses Spielchen können wir gerne weiter spielen. Mein Kollege, der macht sich hier gerade ganz schön bereit. Oh Mann. Da ist natürlich ganz schön starke Geräte mitgebracht. Balanced World. Wollen wir eine Balanced World? Bauen auf jeden Fall auch Luxuries und Goods. Aber dadurch, dass wir jetzt hier auch gerade wieder diese Electronics-Geschichte nicht im Griff haben, ist es natürlich schlecht. Versuchen wir mal, ihn noch etwas härter zu treffen. Das hilft ja alles nichts. Er meint, er kann uns hier kitzeln. Wenn wir die Front hier also aufrechterhalten können, ist das ja gar nicht so schlecht. Das ist ja aber sehr ungünstig. Wollen wir mal hoffen, dass er da nicht zu viel Schaden verursacht in dem Sektor. Sieht nicht gut aus. Wahnsinn. Die Expansionskraft ist schon gigantisch mittlerweile von dem Kollegen.
alles zerstört auf dem Planeten. Nicht gut. Wo kriegen wir jetzt Electronics her? Selbe Geschichte wie vorhin. Müssen die Advanced Parts hier... Kann man dem... Genau, kein Import von Electronics. Zumindest die, die außerhalb hergestellt werden, soll er sich mal nicht reintraden. Aber diese chronische Rohstoffknappheit ist echt...